Hey Leute, willkommen zurück zu Vernon's Legacy. Okay, wir machen weiter im Anwesen und müssen herausfinden, wie dieses... Oh. Wie diese formalisierte Box zu öffnen ist. Was ist das denn? Ein, ist kein Grammophon, das ist mehr so eine Art... Ja, so eine Art Drehorgel, beziehungsweise... Eben so ein Instrument, das die Kämme hier anschlägt, durch diese Widerstände auf der Kurbel. Achso, das stecke ich jetzt einfach mal ein. Ich dachte, ich kann es benutzen, das Ding. So, was haben wir denn hier? Eine Art Grammophon, aber wofür sind die Tasten? Ja gut, es ist doch ein Grammophon, aber Grammophone sind ja eigentlich nur diese Vorrichtung hier. Das ist, glaube ich, das Grammophon. Wie das abgespielt wird durch welches Medium, ist jetzt irrelevant, schätze ich mal. Na gut. Du machst doch die Tür hier zu, Kerle. Gut, dann versuche ich es mal, das irgendwo abzustellen. Frage ist halt, wo genau? Vielleicht doch hier bei der Kiste? Nein. Oh, da können wir es abspielen. Hört sich ein bisschen schief an, oder? Das hört sich viel zu wir an. Oh! Okay, das war jetzt echt nur rumprobieren, aber ich hab's rausgekriegt. Alles klaro, damit haben wir die Tür jetzt geöffnet. Wunderbar. Ja, komm, das ist auch mal gut. Das ist mal gut. Das muss nicht die ganze Zeit spielen. World. Warte. Ich hol mir nochmal ganz kurz die Koordinaten. Ich glaube, das war 4. Das war 4 NW irgendwas. Gehen wir mal gucken. Das war die andere Seite hier. Ui, und ich kann springen und es bringt nichts. Weil es hier kein Klettern gibt. Es gibt einfach nur Laufen, Laufen, Laufen. So, da haben wir es nochmal. Das ist 4W49N. Merkt euch das. Warum fällt da einfach die Tür zu? Ich verstehe das nicht. Warum macht es das? Matsch gebohrt. Und gebohrt. Weil ich kann. Einfach mal alle Vasen zerstören. Ihr müsst Achievements geben dafür, dass man alle Vasen kaputt macht. Müsst es, müsst es. Ja. 4.12.1918. Obwohl der Krieg vorüber ist, wird es wohl noch Jahre dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren werden. Alois hat im Garten ein weiteres Gemüsebeet angelegt. Uns geht es hier auf dem Land verhältnismäßig gut. Ich hoffe nur, dass Robert wohlauf ist. Ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört. 5.01.1919. Ich verbringe wieder mehr Zeit in den alten Gewölben unter dem Haus. Die Räume strahlen eine eigenartige Faszination aus. Es scheint fast so, als hätte das Licht meiner Laterne nur eine geringe Reichweite, so als wollte sich dieser Teil des Gewölbes meinen Untersuchungen entziehen. Ich muss versuchen, die alten Pergamentrollen zu entschlüsseln. Vielleicht ist es jetzt wieder möglich, mit Professor Bonnet in Kontakt zu treten. Er ist sicher noch daran interessiert, die alten Gegner zu erforschen. Ich werde ihm morgen schreiben. Nun ja. Sofern er den Krieg überlebt hat. Aber hat er wohl. Ah, ein Eisengewicht oder was ist das? Na, gucken wir gleich mal. Ach, schau mal hier, da habe ich doch was. Ein Metallbolzen mit einem seltsamen Zeichen. Und er passt hier rein. Oha, jetzt wird es, glaube ich, interessant. Nimm die Laterne auf, nächstes Level. Das ist ja geil. Warte. Haha. Jetzt wird's ein bisschen wie Amnesia. Jetzt haben wir die Gewölbe gefunden. Interesting. Ich finde einen Weg in den unteren Keller. Der Cellar Level 1. Ich werde mich mal kurz rechts halten, dann gehe ich dort hinein, in den größeren Raum, dann da. Und da ist dann noch eine Treppe, schätze ich. Diese Geräusche hier. Das gefällt mir hier gar nicht.
irgendwas zum Mitnehmen? Nö. So, da rechts ist ein größerer Raum. Und oben. Das ist der Heizkessel, diese Anlage, von der da geredet wurde. Wagner. Hm. Hier ist aber gar nichts mehr sonst. Das ist ja nur der erste Keller. Ich meine, der untere Keller wird wahrscheinlich dann ein bisschen gruseliger, hä? Huh? Oh, das ist aber auch schon ein fieses Gerät, das aus Albträumen stammen könnte. Was ist das denn da vorne? Das ist Wirbeln. Was war das? Du died! Ja! Wunderschön! Und jetzt? Okay, ich fange wieder hier an. Oh Gott, da kommt einfach mal so ein Totenschädel auf mich zu. Und ich habe keine Ahnung, was... Was soll das? Muss ich da wegrennen, ja? Einfach nur rennen. Wird es ja doch noch ein bisschen gruselig hier, ne? Oh, ein Text, wer hätte das gedacht? 23.11.1919. Was geschieht unter meinen Füßen in den alten Gewölben? Existiert dort etwas, das sich jeder wissenschaftlichen Beschreibung entzieht? Ist es der Grund, warum die unterirdischen Anlagen vor langer Zeit errichtet wurden? Steht worden. Die toten Ratten, Alois Teria Harras, hat das alles etwas damit zu tun? Hans und Werner, die deutschen Deserteure, haben sie etwas gesehen, das sie so geängstigt hat, dass sie fortgelaufen sind? Oder schlimmer noch, sind sie etwa noch hier unten? Ich muss weiter versuchen, die alten Pergamentrollen zu entziffern. Sie sind der Schlüssel. Bisher habe ich jedoch noch keine Möglichkeit gefunden, die seltsame Lateinvariante zu dechiffrieren. Wenn Professor Bonnet noch unter uns weilen würde, könnte er mir sicher weiterhelfen. Ich hab's doch gesagt, der ist tot, der Kerl. Eine Zange. Was mache ich mit der Zange? Oh, Kacke. Nope. So much nope. Ich bin weg. Das Vieh kriegt mich nicht. Sag ich euch, nicht nochmal. Ich renne jetzt einfach schnell durch, dann holt's mich vielleicht nicht. Na komm, mach. Ich hab's. Es war nur wegen der Zange. Alles klar. Auch kein Text mehr. Komm, wir gehen weiter. Huh! Okay, jetzt wird's wohl interessant. So langsam. Licht anmachen, bitte. Ich muss, schätze ich mal, dahinter in den Raum gelangen. Hammer kann ich auch nicht nehmen. Die haben es nicht so mit Hämmern hier, glaube ich. Ja, ich brauche einen Schlüssel. Ist ja allerliebst. Ich kann mir denken, dass ich dahinter muss. Ich gehe mal den Schleichweg hier.
Schlimmste ist immer zu wissen, dass hier was ist, aber nicht genau wissen, wo es ist. Das Geräusch. Oh, da haben wir was. 11.12.1919. Mir ist es gelungen, Teile der alten Schriften zu entziffern. Sie sind in Frühlatein verfasst. Diese Variante der lateinischen Sprache wurde etwa 500 vor unserer Zeitrechnung benutzt und ist nur zum Teil verlässlich erforscht. Dennoch gibt es Literatur, die eine Übersetzung ermöglicht. Würde das aber nicht auch bedeuten, dass die Gewölbe mehr als 2000 Jahre alt sind? Das ist kaum denkbar. Zu dieser Zeit lebten in dieser Gegend Europas keltische Stämme. Die aber waren wohl kaum in der Lage, unterirdische Bauwerke solchen Ausmaßes zu errichten. Es sind auch keine keltischen Schriften bekannt, die meinen gefundenen Pergamenten ähneln. 13.12.1919. Ich konnte weitere Teile der Schriften entziffern. Wehe dem, der der Dunkelheit zu nahe kommt. Verloren ist der, den sie einhüllt. Steht dort. Und weiter? Versiegle es in der Tiefe und wende dich für immer ab. Habe ich etwas Versiegeltes in der Tiefe befreit, als ich vor 5 Jahren die Mauer zum alten Gängesystem durchbrochen habe? Aberglaube und Spinnerei? Die Ereignisse der letzten Wochen führen zu einem anderen Schluss. Ja. Was für Ereignisse? Dass ein Hund verschwunden ist? Dass 2 Kriegsflüchtlinge irgendwie da unten rumlaufen? Wo ist der Schlüssel? Es muss hier einen Schlüssel geben. Hat er irgendwas? Hat was geleuchtet. Ich gehe jetzt mal hier lang. Diese Schleichgänge sind mir auch nicht so ganz geheuer. Wow. Ich komme nicht durch. Das ist voll widerlich hier unten. Und warum soll ich immer tiefer gehen? Ich würde am liebsten abhauen. Nee, komm, lass mal weiter runtergehen. Ist ja cool. Ist ja sonst nichts los in der alten Bude, ne? Alles klar, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich höre das Vieh. Da oben ist ein Raum und da rechts muss ich wohl rausgehen. Hier ist aber auch ein Raum. Schnell weg von diesem Geräusch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das ekelhaft hier unten. Na gut, ich bin jetzt hier. Und ich schätze mal, da oben ist auch noch was. Ah, ein Zahnrad. Man sieht es ja immer schön blinken. Was ist wieder da draußen? So ekelhaft. Ich glaube, da war es eben. Ah. Hier ist nichts, oder? Oh doch. Wo ist es? Oh. Nein! Oh! Gedeiht! Scheiße! Das Vieh kann mich also sehen, ja? Auch nicht schon wieder von hier, oder? Ja, natürlich.
Alles nochmal. Oh Gott. Habe ich das gegen... Ich habe die Gegenstände ja noch. Das ist ja lustig. Okay, dann. Well then. Oh Gott. Dann laufe ich jetzt mal schnell hier durch, ja? Muss hier irgendwo hinter mir sein, das Teil. Wie sieht's denn hier aus? Sag mal, könnte mir da einer aufräumen, du. Alois! Kann man schnell aufräumen. Das ist ja nicht gut. Aus wie Sau. Da ist nichts. Dieses dumme Mistvieh rennt hier noch irgendwo rum. Besser gesagt, das fliegt. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich bin aber richtig, oder? Ja, hier ist der Ausgang. Maus hängt. Okay, okay. Jetzt schnell das Rad. Habe ich eingesetzt scheinbar irgendwo? Ich weiß es nicht. Und der Hebel. Warum geht das nicht? Mir fehlt noch ein Rad. Wo ist denn das Zahnrad? Jetzt. Wow. Oh wow. Habe ich das echt eingesetzt? Okay. Irgendwo habe ich das Zahnrad wohl eingesetzt. Dem einen Raum war ich schon. Ich wette, hier oben ist noch was. In diesem Raum. In dem blauen Raum. Ja, ich höre dich. Ach, da ist es. Oh! Ich hab's noch geschnappt! Ich hab's noch geschnappt! Du Arsch! Ich hab's noch gekriegt. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Guck. Ja! Irgendwas mit einem Haken dran. Ich sprinte da jetzt schnell zum Ausgang und mach das Ding auf, dann bin ich weg. Okay, warte, pass auf, pass auf. Genau, pass auf. So, das Gegengewicht. Jetzt. Ja! Wir haben's! Die Tür ist auf und ich bin raus. Wie Stuhlgang am Morgen. Hau, ab jetzt, mach die Tür auf. Thank you for playing Vernon's Legacy Early Access. More coming soon. Achso, das war ein Early Access. Na gut, Leute. Das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Es war sehr kurz. 3 Parts, glaube ich. Aber es war gut. Ich danke euch, wie gesagt. Danke nochmal für die Macher, fürs Zusenden von diesem Spiel. Wir sehen uns wieder zu Vernon's Legacy. Bis dahin.